Willkommen zu einem neuen Let's Play. Endlich spiele ich Pokémon die blaue Edition, wie ich es euch schon lange versprochen habe. Wenn ihr mal wollt, dass ich auch ein neueres Pokémon spiele, dann schreibt es mal in die Kommentare. Ja. Ich liebe das Pokémon einfach, das war mein allererstes Pokémon und ich würde sagen, wir starten auch direkt mal. Ich habe mir das Pokémon jetzt für den Nintendo 3DS gekauft. Das ist natürlich noch die alte Version. Die kann man sich für 3 Euro oder 2 Euro im eShop kaufen. Ich habe die Version natürlich auch noch als Originalspiel auf meinem Gameboy. Und ja, wie gesagt, ich liebe das Spiel einfach, es ist so nostalgisch gerade. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Professor Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt, die man Pokémon nennt. Ja, ist irgendwie so komisch, dass die Boxen so klein sind. Animal Crossing New Leaf ist das viel größer. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht. Und studiere Pokémon. Wie lautet dein Name? Ich glaube, ich nenne mich Mini-Molly. Ach so, kann man nur einen Namen auswählen? Nee, man kann auch einen Namen... Auf Name kann man seinen Namen bestimmen. Ja, okay, dann nenne ich mich Mini-Molly. Wo ist das M? M. Ach, da drüben, ich hab's übersehen. Was mache ich da? Mini-Molly. Oh, ich sehe gerade, ich glaube, es ist nicht genug Platz da. Ja, okay. Dann muss ich mich Jasmin nennen, so wie ich auch in echt heiße. Jasmin. Passt eigentlich, genau. Eigentlich bin ich ja ein Junge, aber egal. Und ich schreibe mich in Kleinbuchstaben. Ich finde das blöd, wenn das in Großbuchstaben geschrieben ist. Das sieht irgendwie hässlich aus, finde ich. Ich mag das irgendwie gar nicht. So, Ende. Richtig, dein Name ist Jasmin. Dies ist mein Enkel. Von jeher wollt ihr einander übertrumpfen. wie war noch gleich sein Name? Das ist doch jetzt Gary gewesen eigentlich, oder? Entweder ich nenne ihn Ash oder Rot. Also Ash ist eigentlich voll cool, deswegen will ich nicht gegen Ash kämpfen. Ich glaube, deswegen nenne ich ihn Rot lieber. Oder? Ja, okay. Ich nenne ihn Rot. Rot, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Genau, du vergisst den Namen deines Enkels. Egal. Jasmin, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteuer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Yay, ich schrumpfe. So, jetzt stehe ich hier vor meiner Nintendo 64 oder vor meiner Gamecube. Ich weiß es nicht. Ich kann es ja mal anklicken. Jasmin spielt Super Nintendo. Okay, die Reise kann beginnen. Okay, es war keine... Ups, ich drücke immer zu schnell. Es war keine von den beiden genannten Konsolen. Das ist meine Mutti. Lass uns die mal anreden. Mummi. Hallo? Hallo? Mutter. Richtig, irgendwann gehen alle Jungen fort, vor allem bin ich auch ein Junge, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Dann lasst uns mal zu Professor Eich gehen. Auch ich ziehe Pokémon auf. Wenn sie stark sind, können sie mich beschützen. Oh, diese Musik ist so schön. Oh, ich liebe sie einfach. Oh nee, da steht nur Rot. Oh. Wo ist denn Professor Eich? Vielleicht soll ich ihn mal anreden. Hallo Jasmin, Opa ist gerade nicht da. Ups, ich drück immer zu schnell A, sorry. Dann lasst uns mal Professor Eich suchen. Aber die Frage ist, wo er ist. Das ist das Haus von Rot. Ah, ich glaube, ich weiß so. Ich muss in das Gras reinlaufen und dann kommt er. Ah, ich glaube, ich hab's gesagt. Warte, geh nicht raus. Professor Eich, draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir.
mein Gott, jetzt bekomme ich mein allererstes Pokémon. Schreibt mal in eure Kommentare, was euer allererstes Pokémon war. Also auch euer allererstes Spiel, Pokémon-Spiel und euer allererstes Pokémon. Opa, ich will nicht. Ich glaube, ich nehme Shigi. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Shigi oder Glurak? Also ich nehme immer Wasser-Pokémon, weil ich liebe Wasser-Pokémon. Und mein allererstes Pokémon war auch Shigi. Aber Glurak ist auch so cool. Der kann am Ende fliegen und alles. Und oh, es ist ein Feuer-Pokémon. Ich will nicht länger warten. Professor Eich. Gut, lass mich nachdenken. Ah, richtig. Ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet. Einen Moment. Hier, Jasmin. Dort liegen drei Pokémon. Haha. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt, Opa. Und was ist mit mir? Oh, ich habe gerade nicht gelesen, ich habe überlegt. Welches Pokémon möchtest du haben? Ich nehme, glaube ich, Shigi, weil Wasser-Pokémon sind einfach meine Liebe. Ich liebe Wasser-Pokémon über alles. Und ich kann Shigi jetzt nicht einfach betrügen. Zwar findet man schwerer so Feuer-Pokémon, aber trotzdem. Also ich finde, richtig gute Feuer-Pokémon findet man nur selten. So Wasser-Pokémon wie Garados, also Kappador, kann man ja entwickeln. Die sind ja auch stark, aber keine Ahnung. Shigi ist trotzdem mein Ein und Alles. Und ich hasse dieses Spitznamen geben. Ich finde das so eklig, wenn da irgendwie ein Pokémon Pupsi heißt oder so. Finde ich total blöd. Deswegen behalten sie immer die Originalnamen bei mir. Toll. Gary, nee, der heißt Rot. Rot nimmt jetzt Bisasam. Das heißt, mein Rivale. Und er hat natürlich das effektivere Pokémon gegen mich. Voll der Blödmann, ey. Dann kannst du Pokémon dagegen kämpfen. Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. So. Oh nee, jetzt will Rot auch noch gegen mich kämpfen. Ah, toll, was habe ich mir da eingebockt? Komm schon, ich fordere dich heraus. Naja, immerhin besser, als wenn er Glurak hat und ich, nee, andersrum. Als wenn ich Glurak hätte und er Shigi, weil, obwohl, wir haben eh noch keine Feuer- oder Wasserattacken, oder? Ja, okay, dann ist es eh egal. Los, Shigi! Kämpfe. Ja, nur Tackle und Rutenschlag. Toll. Ich hasse so Rutenschlagattacken und Heuler. Ja, wenn ich davon rede, er setzt Heuler ein. Na toll, jetzt sinkt mein Angriff. Das ist ganz toll. Jetzt muss ich 10 Jahre warten, bis ich ihn getötet habe. Ja, nochmal Heuler. Ich hasse diese Heulerattacken. Ich lösche die immer als erstes, weil die mich so nerven. Ich glaube, ich setze auch mal Rutenschlag ein. Was war das nochmal? Ich glaube, das macht die Verteidigung runter, oder? Ich weiß es nicht mehr. Ja, Verteidigung sinkt. Das kann so ein Ausgleich gegen den Heuler sein. Ja, boah. Ich habe 2-mal oder 3-mal Tackle eingesetzt und er zieht mir mit 1-mal Tackle so viel wie ich mit 3-mal Tackle. Das sind schon mal wieder gute Voraussetzungen für einen Sieg. Und jetzt geht mein Attacke daneben. Was sonst? Solche Kämpfe nerven mich einfach. Die sind voll unspannend, weil die einfach nur richtig low und langweilig sind. Lass mich bitte gewinnen. Wir zusammen setzt Tackle ein. Okay, gleich bin ich tot. Ja, jetzt ich setze nur noch Tackle ein. Ich muss jetzt irgendwie gewinnen können. Mein Angriff kann, glaube ich, bald nicht mehr weiter sinken. Ja, nochmal Heuler. Jetzt zocke ich nur noch ein EP oder sowas. Nicht EP, sondern... Oh, Volltreffer. Was heißt KP? Nur noch ein KP. EP sind die Erfahrungspunkte. Die sieht man hier auch, glaube ich, nicht, ne? So. Bisasam wurde besiegt. Yay! Ganz knapp habe ich gewonnen. Jasmin hat Rot besiegt. Was? Unmöglich. Ich habe das falsche Pokémon ausgewählt. Oh Mann, wenn er jetzt schon an seinem Pokémon zweifelt. Was für ein Trainer ist das denn? Auch wenn man Shigi verloren hätte, wäre trotzdem besser gewesen. Jasmin, Opa, wir sehen uns später. Okay, dann gehen wir mal ins hohe Gras und trainieren Shigi ein bisschen. Oder
Ach so, wegen der Karte. Genau. Ah, nee. Hä? Ich heile jetzt erstmal meinen Pokémon bei meiner Mutter, die heilt ja einen immer. Sehr gut, du und deine Pokémon sehen großartig aus. Achte auf dich. Jasmin, du sollst eine. Oh, ich habe auch sonst nicht mehr A gedrückt. Ja, danke, danke. Ciao. Ich drücke immer zu schnell, weil das für mich entweder zu langsam ist. Ja, das ist einfach für mich immer zu langsam. Unser erster wilder Pokémon-Kampf. Ein Taubsi. Oh, wie süß. Haben will, aber ich habe keine Pokébälle. Dann muss ich dich wohl oder übel töten. Tut mir leid, liebes Taubsi. Toll. Tackle, 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 tackle. Oh, okay, das zockt ganz schön viel. Ja. Ich level meine Pokémon immer mega hoch, dass sie 10 Level besser sind als der Arena-Leiter. Keine Ahnung, es macht mir irgendwie mehr Spaß, meine Pokémon die ganze Zeit zu trainieren. Aber 10 Level sind jetzt ein bisschen übertrieben, aber halt so, dass die besser sind als der Arena-Leiter. Aber ich glaube, das macht doch jeder, oder? Jeder trainiert seine Pokémon besser als der Arena-Leiter. So, unser erstes wildes Pokémon haben wir besiegt. Yay. So. Dann wieder zu unserer Mutti und heilen lassen. Auch wenn es nicht so viel Leben war, das weggegangen ist. Aber wir heilen unsere Pokémon immer. Ich glaube, es gibt noch Ratzfatz hier, oder? Ich habe noch Taubsi. Aber ich habe noch ein altes Lösungsbuch von Pokémon Blau. Oh mein Gott. Ups. Oh mein Gott. Ich glaube, das zeige ich euch vielleicht mal in einem anderen Video. Wenn ihr Lust habt, das zu sehen, ich kann es euch mal so. Es kann es nicht Unboxing nennen, aber irgendwie so ein Show, Let's Show oder irgendwie sowas. Und dann zeige ich euch dieses Lösungsbuch, das ist so geil. Das ist noch alles von meiner Schwester. Jedenfalls haben wir auch gerade unser zweites Pokémon besiegt. Und wir haben Level 7 erreicht. Yay. Jetzt können wir ein bisschen weitergehen gleich. Ratzfatz, habe ich doch gesagt. Ein wildes Ratzfatz, Level 2. Oh Gott, ist das low, ey. Tackle. Okay. Das ist auch schon gleich weg. Ciao. Noch ein Ratzfatz. Level 3, wenigstens ein bisschen besser. Okay, warum ging meine Attacke jetzt daneben? Das finde ich nicht cool. Okay, da brauche ich jetzt dreimal angreifen. Wenigstens ging jetzt seine Attacke auch daneben. Das ist nur fair. Und diese schlug fehl. Okay, das ist ein bisschen unfair jetzt wieder. Aber egal. Hauptsache, ich gewinne. Hauptsache, ich gewinne. Oh, ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr ich diese Musik liebe. Ist zwar nur so 8-Bit-Musik, aber ich liebe sie. Oh, kenne ich auch die Creepypasta, wie das heißt, von Lavandia Town. Das ist so witzig. Schaut es euch mal auf Facebook an, Lavandia. Nicht Facebook, YouTube. Das ist eine Stadt aus Pokémon. No, armes Ratzfatz. Ich finde Ratzfatz auch so blöd und eklig. Eklig. Ich mag das irgendwie gar nicht. Aber ich fange es mir trotzdem, weil ich fange alle Pokémon. Ich will, schnapp sie dir alle, ne? So ist das Motto. Und das mache ich nämlich auch immer. Also ich versuche zumindest, alle Pokémon zu fangen. Ein kostspieliges Hobby, weil die Pokébälle ja ziemlich viel Money kosten, aber. Naja, wird schon. Taubsi Level 3.
Wenn Shiggy Level 8 ist, dann gehe ich kurz zurück zu meiner Mutter und heile ihn. Oder ich heile ihn gleich. Je nachdem, wie der Kampf jetzt ausgeht. Und besiegt. Dip, 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 dip. Und Level 8 erreicht. Passend. Ja, Level 8. Dann gehen wir auch gleich zu unserer Mutter. Und lassen ihn heilen, weil ich habe kein... Oh, ich habe Blubber erlernt. Oh mein Gott, ja. Endlich eine Wasserattacke. Und sobald ich Rutenschlag löschen kann, lösche ich Rutenschlag. Und noch ein neuer Kampf. Ein wildes Ratzfatz. Los, Shiggy. Okay, ich gehe auch gleich mal weiter und kämpfe vielleicht gegen Trainer oder so, weil es gibt eigentlich immer mehr Erfahrungspunkte. Ich finde es gerade irgendwie blöd, dass man die Erfahrungspunkte hier nicht sieht. Also bei den neuen Pokémon sieht man das ja. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Catania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Jasmin erhält Trank. Thank you. Ich wollte eigentlich gegen dich kämpfen, aber wenn du mir auch was schenkst, ist es auch okay. Ratzfatz. Ein wildes Ratzfatz erscheint. Los, Shiggy. Ja, Blubber. Testen wir mal Blubber aus. Oder doch lieber Tackle, weil ich will meinen Blubber nicht verschwenden. Obwohl wir eigentlich 30 Blubber mal, als 30 mal Blubber einsetzen können, aber egal. Meine Logik ist unlogisch. So, dann gehen wir mal weiter. Ich will jetzt endlich mal in Catania City ankommen und gegen dich kämpfen. Toll, gegen den kann man nicht kämpfen. Das ist ja toll. Dann kämpfe ich weiterhin gegen Pokémon, wilde Pokémon. Ratzfatz. Oh, immer nur diese Ratzfatz auf Level 2. Komm schon, ich will ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Das geht nicht mit so Low-Pokémon. Naja, wenigstens sind die Kämpfe dann auch schnell vorbei. Wow, das ist eine Riesenwiese. Riesenwiese. Dann, wenn ich mal richtig schnell weg will, dann werde ich angegriffen. Und wenn ich nicht angegriffen werden will, dann werde ich nicht angegriffen. Kennt ihr das? Naja, egal. Probieren wir mal Blubber aus. So, jetzt habe ich sogar Level 9 erreicht, bald bin ich schon Level 10. ja, hier geht's nicht weiter. Ich will immer nur alles gucken, ob da irgendwo Items sind. Ich gehe immer alle Wege ab und durchsuche alles genau. Und ich spreche auch immer alle Leute an, weil ich denke, die können mir noch irgendwas geben oder... Oh. Erstmal ins Pokémon Center und Shiggy heilen, auch wenn er, glaube ich, nicht so viel Schaden hatte. Joyce! Oh, wie einsam der eine Pokéball da ist. Ich muss hier unbedingt andere Pokémon noch fangen. Dann gehen wir mal in den Supermarkt. Frage ist, wo der ist. Diese Pokébälle an deinem Gürtel zeigen mir, dass du Pokémon besitzt. Es ist klasse, dass man jederzeit Pokémon tragen und einsetzen kann, nicht wahr? Oh ja, das ist wirklich... Ich würde so gerne mal in der Pokémon-Welt leben, das wäre so cool. Hey, kommst du aus Alabastia? Professor Eil schickt dich. Echt? Schickt er mich? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du das Paket für ihn ab? Jasmin erhält Eils Paket. Okay, ich wusste gar nicht, dass ich für ihn was holen soll. Okay, anscheinend kann ich gerade nichts kaufen. Aber ich rede nochmal die anderen Leute an, vielleicht haben sie ja irgendwas für mich. Dieser Laden führt viele Gegengifte. Ja.
Tut mir leid, alle Tränke sind ausverkauft. Ja, okay, Tränke wollte ich sowieso nicht haben. Ich wollte eigentlich eine Pokébälle holen. Aber egal. Möchtest du etwas über die zwei Raupen-Pokémon erfahren? Ja. Nein, wollte ich nicht.